Da hat gerade was gebrannt. Da. Da unten ist ein Feuergeist in der Höhle. So, wir hüpfen aber wieder zurück. Ja, der Weg natürlich zu Fuß dauert ein bisschen länger, wenn man zu Fuß zurückgeht. Blaue Krabben. Es wird ein Unglück geben. Und fast möchte ich ja hier weiterbauen, eigentlich auch mal wieder ein bisschen. Kann ich mich ja vor der Steinstadt ein bisschen drücken. Aber wir haben ja eh unten noch die Kanalisation. Die können wir ja, das können wir beides parallel eigentlich bauen. Ich könnte jetzt quasi wieder ein bisschen runtergehen. Die Frage ist aber, also theoretisch, aua, ach, ich bin gerade überladen, scheiße. Huch. So, das hier finde ich auch noch irgendwie ungeil mit diesem Fluss, der da plötzlich abgebrochen ist und sowas. Weiß ich noch nicht, ob ich das immer so lassen werde. Erde habe ich. Die Eier. Tue ich erstmal. Ach, ein Straußenei haben wir da. Rattlesnake, Green Snake, Cobra Snake, 8 normale Eier. Big Cat Claw. Wo habe ich denn die Enderperlen? Habe ich die hier? Da habe ich die. Und hier habe ich Faden noch ein bisschen. Das Fleisch kommt woanders rein. Federn kommen auch hier rein. Diese Claw kann ich da reinschmeißen. Ist doch eigentlich fast egal. Die Äpfel kommen hier rein. 16 Eichensetzlinge haben wir immerhin wieder. Die kann ich ja gleich für den Wald verwursten. So, die Frage ist, wenn das Wasser auf der Ebene weiterfließt, auf welcher Ebene? Ich habe aber natürlich keine Dinger dabei, ich kann jetzt momentan nur graben. So, ein bisschen dunkel ist es ja schon. Zack. Dann haue ich hier erstmal das ganze Gewinsel aus dem Gebälk und dann schaue ich mal, dass ich dann hinterher die beiden Kanalisationen miteinander verbinde. Und eventuell kann man ja tatsächlich noch irgendwie die Minenschächte da unten hin ausbauen. Das war quasi die Minenschächte durch die Kanalisation bauen. Momentan haben wir die aber tief, also wirklich tief, tief unten. Die sind ja momentan sogar noch unter der Monsterfalle, glaube ich. Also wirklich schon sehr, 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 sehr weit unten. Und ob wir da jemals so tief hinkommen und ob sich das lohnt, so tief zu bauen, das weiß ich gar nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier machen möchte gerade. Ich glaube irgendwie nicht. So, jetzt kriegen wir zwar Cobbles ein bisschen mehr, aber... So, hier muss ich auf jeden Fall dann noch Cobble auskleiden. Das Wasser ist auf dieser Höhe hier. Theoretisch. Könnte ich dann hier Kobbel hinbauen, dann wäre das wie drüben. So. Und dann müsste ich hier quasi nur noch Wasser reinmachen. So, die Frage ist, mache ich dann ein Eisengitter hin oder was? Ach nee, man soll ja auch durchkommen. So, da müsste da oben ein Slab rein. Den haben wir leider gerade nicht. Dann kommt da einfach ein Slab rein und dann kann man hier auch eine Kanalisation machen. Mache ich aber nicht jetzt. Wollte ich gerade nur mal anfangen, um mich selber daran zu erinnern. Und dann kann man auch so ein bisschen unterirdisch, sind die Häuser unterirdisch verbunden. Mit dem Lagerhaus kriegen wir das bestimmt auch noch hin. Zumal ja, das Lagerhaus ist ja
hier müsste die Kanalisation sein. Da ist das Lagerhaus. Dann könnte das Lagerhaus eventuell auch noch so eine Art Abfluss oder sowas haben. Ich weiß noch nicht genau. Unten haben wir noch einen Kellerbereich und dann gucken wir mal, wie wir da weiterverfahren. Das weiß ich noch nicht. Ich mache erstmal eine kurze Aufnahmepause gerade. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir uns wieder ein paar Zossen machen. Dass wir uns dann wieder eine Derby ranholen und so weiter und so fort. Und vielleicht update ich ja auch bis zur nächsten Aufnahmesession. Ich weiß noch nicht. Ich muss gucken, wie die Mods erschienen sind. Das kann ich immer noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Meine Güte, ist das Mikrofon gerade laut? Habe ich da rumgedreht? Ich höre mich gerade selber so laut, während im Hintergrund die Musik so leise ist. Aber vielleicht ganz gut, da kann ich heute mal ein bisschen das zarte Stimmchen schonen. Da kann ich mal ein bisschen mein Elfengleiches... Was war das denn gerade hier in meinem Gesicht? Da war irgendwas Schwarzes. Also jetzt hier im Spiel natürlich. Komisch. Naja, jedenfalls, wo sind wir denn geblieben? Was wollten wir denn tun? Was wollten wir denn treiben? Welch lustig Ding, welch Schalk saß uns abermals im Nacken, den wir hier wieder bezwingen wollten. Ich glaube, wir wollten hinten einerseits die Steinstadt machen, andererseits hatte ich noch vor, da unten dieses Zeug zu machen mit diesen Kanälen und sowas, aber weißt du was, da lasse ich mir ein bisschen Zeit. Die Diamantspitzhacke, die werden wir bestimmt noch brauchen und zwar, warte mal, bevor wir jetzt richtig loslegen, gucke ich nochmal ganz schnell nach dieser Diamantspitzhacke, nein, nicht Haltbarkeit, sondern die Effizienz ohne Behutsamkeit, diese hier ist's. Und die kriegt nämlich noch ein paar Diamanten drauf gesammelt. Wir haben Level 32. Nachts sollten wir jetzt eigentlich nicht rumschlawenzeln mit den Diamanten im Gepäck. Aber ich traue es mich einfach doch mal. Und zwar möchte ich gerne mit dieser Spitzhacke gehe ich jetzt hinab und reiße einmal unser Bücherregal ab. Das war ein... Schon wieder? Huch! Ach, das liegt natürlich daran, dass ich momentan wieder... Ich möchte das Kaninchen nicht benennen. Das Kaninchen kriegt keinen Namen. Es heißt einfach Namen, nee, nicht namenlos, sondern Mpf. So, Mpf ist abgehauen. Ach, sehr süß. Mpf. Ach, ja, ist schon geckig. Und ich habe das Oh. Ich mach mal ganz kurz wieder. Das ist mal so blöd hier. Manchmal klappt es nicht. Ich mache jetzt mal wieder Smoothie. So. Alles fertig. Und da hinten hängen schon wieder die geile Nachbarin im Gebüsch. Die ist immer so ein bisschen rollig, weißt du? Die will immer so ein bisschen gekrault werden. So ungefähr 10 cm unter der Nase, wie es bei ihr aussieht. Sieht man gerade nicht, ne? Die zeigt sich nicht. Die haut jetzt ab, die geht wieder nach Hause. Und ich schau mal... Ich hoffe, dass uns hier nichts entgegentritt. Da ist nichts. Und hier haben wir unser prächtig Büchelein. Ich weiß gar nicht mehr, was man das abrubt gerade. So, und dann bauen wir es nochmal auf. Es soll helfen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es hieß nur so in den Kommentaren. Und tatsächlich, es funktioniert. Ist ja ein Traum. So, Effizienz 3, Haltbarkeit 3 und Behut... Wieso habe ich da Behutsamkeit... Ich habe die falsche Hacke mitgenommen. Nein. Hä? Effizienz 3, Haltbarkeit 3? Ach, Behutsamkeit sollte drauf sein, habe ich aber gelassen. Enchanting Cost. So. Die ist jetzt wieder eine normale Diamantspitzhacke und mit der, wir haben dafür Level 43, mit der können wir jetzt nämlich rüber und können die reparieren und dann wieder enchanten. Bevor ich das aber mache, ist die Geile wieder da? Ey, Geile, wo bist denn du? Naja, die lasse ich... Ach, der Mpf. Ach, süß, süß. Naja, jedenfalls, ich gehe erstmal Penwon, damit sich draußen die Sachlage wieder ein bisschen beruhigt. Und dann können wir gleich nochmal rüberhüppen. Und heute haben wir ein bisschen was auf dem Programm. Ich werde die Erde nämlich nicht wegreißen drüben bei der angehenden Steinstadt. Alter! Boah, das ging auf die Nieren. Habe ich den Nieren ordentlich durchgespült gerade?
So, pass auf, jetzt legen wir hier die normale Diamantspitzhacke drauf, nehmen ein paar Diamantchen und kriegen... Oh, 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 so, eins, zwei, mach mal drei, das kostet uns 17 Level nur. Und die können wir eigentlich, weißt du, wenn wir schon mal dabei sind... Ich bin so doof, mit drei Diamanten hätte ich mir eine neue Diamantspitzhacke machen können, ich voll honk. Naja, gut, dann hier lege ich nur einen. So, Diamantspitz, okay. Und die könnte ich jetzt theoretisch noch irgendwie benennen. Kostet mich nochmal 17... Ich weiß aber nicht, ob das was bringt, da ganz ehrlich, da die 17 Level um einen Namen für eine Diamantspitzhacke, also ganz ehrlich, so gut bin ich mit der jetzt doch nicht befreundet. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück in den Keller. Da sind gerade noch so ein bisschen ein paar Vorbereitungen, die wir treffen müssen, bevor wir wieder zurückreisen. Und das machen wir mal eben. Da ist alles ruhig. Ich weiß, da muss noch in den Kanal, muss noch Wasser rein und so weiter und so fort. So. Was haben wir denn da eigentlich? Haltbarkeit machen wir natürlich ganz nach oben und die Effizienz auch. Oh. Okay, da machen wir... Da haben wir 19. Effizienz 3, Haltbarkeit 3. Ich hoffe, das reicht. Mehr als 19 kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Nee, Haltbarkeit 3 würde ich gerne lassen. So, Haltbarkeit 3, Effizienz 3. Was soll es? Wir haben schon Schlimmeres fabriziert. Und die Diamanten tun wir jetzt mal brav wieder zurück. Dann wird alles wieder gut. Und ich brauche auf jeden Fall eine Menge Cobbles. Wir müssen diesmal eine Menge Cobbles mitnehmen. Ist das eigentlich noch unser gutes Schwert? Ja, Schärfe 5, Haltbarkeit, da ist alles dabei. Den Rest haben wir runtergenommen. So, und jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen jetzt, ach, und wir haben ja keine Derpy mehr, die haben... Was ist denn hier los? Greenpeace International Tages... Ordnung, egal. So, jetzt wollte ich, was wollte ich gerade machen? Ich wollte ein bisschen Erde hier lassen eigentlich. Jetzt habe ich so viel Erde mitgenommen extra. Das tut mir natürlich leid, dass ich jetzt wieder ein bisschen was abladen muss. Aber wir brauchen jetzt doch erstmal primär, so wie ich das sehe, brauchen wir jetzt erstmal primär. Die können wir auch noch mitnehmen. Brauchen wir den ganzen Scheiß hier. Die Knochen und die Ei und das eine Ei, ey, ganz ehrlich. Was ist da? Diese Zufallstrash-Mitnahme. Immer wenn man irgendeinen Scheiß mitnimmt da. So. Die ist leer. Mit den Cobbles hier, da tauschen wir gleich mal. Dann nehmen wir nämlich auch noch Cleanies mit. Das darf ich diesmal nämlich nicht vergessen. Zack. Und da kriegen wir gleich noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Das wollten wir eh machen. Zack. Und gut, dass wir vorher schon alles da in die Öfen geschmissen haben. Da bin ich ja momentan... Das war ja fast schon vorausschauend. Meine Fresse. Was war denn den Tag mit mir los? War ich da krank? Hat mir da jemand vorgesagt? So, jetzt nehme ich hier erstmal alles raus. Ach, die Diamanten sollte ich vielleicht auch nochmal. Das wäre vielleicht ganz gut, wäre noch schöner. Und wir werden bald neue Diamanten brauchen. Das heißt, wir müssen bald so oder so eine Höhlentour machen. Ich kann mich nicht mehr ewig dafür drücken, fürchte ich. Aber dich kann ich mal ewig drücken. Ja, ist ja niedlich. Ich springe im Quadrat vor Freude. So. Hier, da hau ich erstmal den ganzen Stein rein. Hau mir da wieder was raus. Und dann machen wir uns noch mehr Cleanstones. Zack. Hier kokelt schon alles. Und hier müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier haben wir... Dann nehme ich das mal mit und hau das da rein. Dann nehme ich das mal... Ach, da ist gar nichts. Okay, hau ich einfach rein. Und ich glaube, unten haben wir auch noch Cleanies. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir die ganze Chose... Es dauert zwar immer ein bisschen und ich weiß, die Öfen sind nicht optimal aufeinander gesetzt, aber das ist ja halt hier so eine Designfrage, eine ergonomische Designfrage. Deswegen sind Designküchen auch teurer als die reinen zweckmäßigen Feldküchen, ja. Küchenpreise werde ich sowieso in meinem Leben nicht verstehen. Also ganz ehrlich, das, bei Ikea zum Beispiel, ne, wenn du dir da eine Küche zusammenstellst, eine vernünftige, da müsste zwischen 2 und, sagen wir mal, 5.000 Euro kostet so eine Küche. Zwischen 2 und 5.000 Euro, das ist natürlich schon eine Schere, aber so in etwa bewegen wir uns da. Und wenn du dir dann bei so einem Musterhaus-Küchen-Fachgeschäft, wenn du dir da irgendwo eine Küche chartern willst, Alter, ganz ehrlich, die popeln dir noch vor Ort die Nierensteine raus und
wahrscheinlich noch drei Rippen und wahrscheinlich noch dein Augenlicht. Einfach nur, damit du dir erstmal schön das Ceranfeld leisten kannst. Ey, ich verstehe nicht, was... Das ist so mega teuer. Ich verstehe nicht... Also natürlich sehen die designten Küchen auch schon ganz geil aus. Da kann man nichts sagen. Aber ganz ehrlich, wofür zahlt man denn da so einen Aufpreis von 10.000 Euro? Ich meine, wir bewegen uns da teilweise bei 10.000 bis 15.000 Euro für eine Küche. Ich meine, warum? Wofür? Was ist da drin? Ist die aus Gold? Ist die... Weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, warum da auf einmal so ein riesiger Preis gerechtfertigt wird. Vielleicht sind ja Leute unter euch, die sich in der Materie besser auskennen, die da vielleicht ein bisschen Ahnung haben. Mich persönlich lässt das ein bisschen rat- und ahnungs- und verständnislos zurück, dass ich nicht verstehe, warum das auf einmal so teuer sein muss. Ich komme mir so vor, als wäre es wie bei Klamotten, dass du letzten Endes ja dann doch irgendwo für den guten Namen zahlst, weißt du? Also wenn du da irgendwie, ja, gehst jetzt bei Woolworths und holst dir dann einen Fünferpack jedenfalls so ein Zehnerpack Doppelripp mit Eingriff links oder sowas. Und nee, das geht nicht. Oder aber du holst dir dann irgendwie das, was irgendwie Männer ja immer haben müssen, zum Beispiel. Ich mache das jetzt immer ein Beispiel Mann, bei Frauen kenne ich mich nicht aus. Sexismus! Da holst du dann eben, oder holst du dann so eine Calvin Klein, wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Calvin Klein Unterhosen kosten, ich habe nicht eine einzige. Aber da zahlst du dann ja auch irgendwie das Hundertfache, gefühlt das Hundertfache. Habe ich jetzt alles? Ich habe immer noch viel Erde dabei, aber ja. Verstehe ich nicht. Da zahlst du auch den Namen und die Werbung und was hast du am Ende davon? Du trägst deinen Sack einfach auch in Stoff spazieren. Na gut, das Tragergefühl ist jetzt vielleicht was anderes bei Doppelripp. Muss man schon zugeben. Ich bin so doof. Huch, der Marquis de Hoto hängt da drüben bei den Hunden. Der hat sich rübergezaubert.